Und wo te zeggen, ik heb mijn portemonnee verloren. Nou, ongeveer een stunde später kwam ze in een hotel. Es war nicht gelungen, die Polizei deutlich zu machen, was das geschehen war. Und ich bin dahin gegangen und ich habe es simpel auf Italienisch erzählt. Es war in der Interview, was fertig für die Sitzung. Der Englisch funktioniert gut, aber absolut nicht ganz. Nicht immer. Jetzt haben wir fast eine Stunde gesprochen, bevor wir auch nochmal vielleicht das Publikum, das Fachpublikum mit einbeziehen, sich nochmal eine kleine Abschlussrunde machen für unsere kleine feine Radiosendung. Und da fange ich natürlich mit Herrn Kammelsbacher an, der demnächst wieder seine Radiosendung macht und die, wie man jetzt hört, vielleicht sogar bei Radio Dreieckland gerade noch ausgestrahlt wird. Ein herzliches Hallo an dieser Stelle. Was sind Ihre Forderungen und was sind die Dinge, die Sie hoffnungsvoll machen, dass Sie weiter leidenschaftlich, wenn Sie eingestiegen, an der Sprache Esperanto dranbleiben? Meine Forderungen sind, dass Esperanto in der Europäischen Union mehr Anerkennung findet und ja, eben hier auch eingeführt wird. Das ist sozusagen ein Punkt, den ich als Kernziel habe und dafür arbeite ich und das geht Schrittchen für Schrittchen nach oben. Und ich sehe zum Beispiel an den Aktionen in Frankreich, dass er in diesem Jahr wählbar gewesen, dass sie Erfolge haben, dass es weitergeht. Wir haben immer in weiteren Ländern EEE-Gruppen gründen können. Wir sind ja in Frankreich hier 2004 gestartet, sind in Deutschland 2009 wieder gestartet. Sie sind in Ungarn aktiv, in Polen, in Bulgarien, haben unsere Unterstützergruppen in Großbritannien auch, in Italien und in Spanien. Also das heißt, es weitet sich aus. Dankeschön, Konrad Kammelsbacher von Radio Dreieckland in Freiburg. Herr Blanke, sind Sie hoffnungsvoll für Esperanto oder bleibt sozusagen die Alterssprache, wie Herr Fischer gesagt hat, die nur die Älteren beschäftigen? Die eine Frage und die andere Frage, was muss passieren, damit es gut geht? Also ich bin schon hoffnungsvoll. Wie gesagt, ich kann nur wieder auf das Internet hinweisen, da tut sich enorm viel. Das ist schon Fakt. Das ist schon Fakt. Ja. Aber was meine Hoffnung betrifft, ich bin ja hoffnungsvoll, aber ich arbeite auch im Rahmen einer Gesellschaft Interlinguistik dafür, dass die Leute, die die Politiker beraten, das sind in den Linguisten. Der Politiker, der einen Beschluss fassen will, fragt natürlich dann die Linguisten, sagt mal, das Esperanto funktioniert denn, das hat das Sinn. Und in dem Bereich bemühen wir uns, und nicht ganz ohne Erfolg, auch zu erreichen, dass immer mehr Linguisten verstehen, diese Sache funktioniert und hat eine mögliche Zukunft, wenn die politischen Dinge stimmen. Und insofern denke ich schon, man kann feststellen, dass der Widerstand und auch die Vorurteile in der linguistischen Welt abnehmen. Das kann man direkt feststellen an den verschiedenen Veröffentlichungen. Also Herr Schneider, der ist alt und den lassen wir mal in Ruhe. Vorurteile, da kann man nichts mehr machen. Aber es gibt viele junge Linguisten, die sich positiv hier äußern und auch vorher lesen, worüber sie sich worüber sie sich ausdrücken. Ich sage immer, dass manche Leute urteilen, aber nicht die Zeit hatten, sich mit dem Thema zu befassen. Dankeschön, Herr Deffner. Danke. Herr Gelt-Berling, Sie sind nämlich auch hoffnungsvoll, Sie glauben, also Ihr Mann ist glaubt auf jeden Fall, aber es braucht ja mehr als Glauben. Was muss passieren, dass sich Esperanto tatsächlich durchsetzt? Das tatsächlich durchsetzt. Esperanto muss geübt werden. Man soll Esperanto brauchen und üben und ja, man muss so schreiben Esperanto, man soll Bücher lesen Esperanto und so weiter und so weiter. Und ich selbst bin sehr beschäftigt mit einem großen Unternehmen. Dies ist das fünfte Buch von einer Serie von lateinischer Literatur auf Esperanto Übersetzung. Und in das fünfte Buch bin ich ungefähr angekommen am Jahre 300 nach Christus. Und ich wolle ungefähr bis 2000 nach Christus durchgehen. Also ich muss nog ungefähr, was dat om, sinds ik een acht tijd schrijven. Aber hoffnungsvoll macht mich, dass Leute oft schrijven dan meer, is nu maar zo soms verschillen, of nog niet, oder hadden ze schon angefangen.
Nummer so und so. Sehr oft wollen Leute Fragen danach am Tag. Dankeschön, Gerd Börbeling, und viel Erfolg für die Übersetzungsarbeit, haben Sie schon einiges geleistet. Ja. Herr Rudolf Fischer, wir haben mit Ihnen begonnen, wir gehen mit Ihnen Ausblick. Also, Sie haben einen Beitrag geleistet, also drei Kinder, Esperanto. Aber was muss noch passieren, davon abgesehen? Also wir dürfen eine Sache nicht aus dem Auge verlieren, dass Esperanto muss erst bei dem einzelnen Menschen sich durchsetzen. Und die Leute lernen nämlich Esperanto nicht deshalb, weil sie glauben, zu einer Bewegung zu gehören, die irgendwann mal in Siegeszug in die ganze Welt antritt, sondern sie lernen Esperanto, weil Esperanto ihnen was bringen soll. Und das ist unsere Aufgabe. Und ich habe bei so vielen Menschen erlebt, dass es wie bei mir die am besten gesprochene und liebste Fremdsprache wird, die sich sogar als eigene Sprache, als weitere Muttersprache aneignen, dass ich nur sagen kann, ich bin hoffnungsvoll, dass das immer bei genügend vielen Menschen der Fall sein wird, dass Esperanto weiterhin existiert. Danke, Rudolf Fischer, danke Ihnen in die Runde, danke für die Aufmerksamkeit, danke schön für